Die G7 alleine können zwar Zeichen setzen, Richtungen vorgeben, aber sie brauchen natürlich Mitstreiter, um ihre Ziele auch zu erreichen. Und das weiß auch der Gastgeber Olaf Scholz. Er hat deshalb die Regierungschefs der 5 aufstrebenden Staaten eingeladen, dass sie eben im Kampf gegen die Erderwärmung mitziehen. Ja, gleichzeitig sollen sie aber auch helfen, Russland international weiter zu isolieren, vor allem wirtschaftlich. Doch genau da machen Indien, Südafrika, Indonesien und der Senegal erstmal nicht mit. Die Vertreter rund der Hälfte der Weltbevölkerung auf einem Foto. Wenn sie gemeinsame Entscheidungen treffen, kann das die Welt verändern. Und genau deshalb hat Kanzler Scholz zu den G7 und EU-Vertretern auch die Staatschefs von Indien, Indonesien, Argentinien, Senegal und Südafrika eingeladen. Als Demokratien blicken wir ähnlich auf die Welt. Und es ist gut, wichtig und nötig, dass wir uns miteinander austauschen. Auf den Krieg in der Ukraine blicken wir aus unterschiedlichen Perspektiven, das wissen alle. Gerade deshalb ist es wichtig, dass wir miteinander darüber sprechen und unsere jeweiligen Sichtweisen auch austauschen. Denn einige der neuen Gäste sind vom G7-Kurs gegenüber Russland alles andere als überzeugt. Indien beteiligt sich bisher nicht an den Sanktionen. Im Gegenteil, man nimmt Moskau jetzt sogar mehr Öl und Gas ab. Hinzu kommt, Neu-Delhi hat nahezu alle seine Waffen von den Russen. Ohne eine Beteiligung der riesigen Volkswirtschaft Indien an Sanktionen sind die deutlich weniger wirksam. Auch Indonesien hat enge Beziehungen zu Russland und als Gastgeber des anstehenden G20-Gipfels auf Bali Wladimir Putin nicht ausgeladen, trotz internationalen Drucks. Südafrika will Russland für den Krieg ebenfalls nicht verurteilen. Teile der Regierung feierten in der russischen Botschaft zuletzt sogar den russischen Nationalfeiertag mit. Doch auch Südafrika ist durch die steigenden Preise als Folge des Krieges von einer Hungersnot bedroht. Das gilt auch für Senegal. Präsident Macky Sall verurteilt den russischen Krieg dennoch nicht. Für die G7 ist Senegal mit einem riesigen Gasfeld vor der Küste ein Mosaikstein zur Lösung der Energiekrise. Am wichtigsten dabei ist aber Argentinien mit den zweitgrößten Ölschieferlagerstätten der Welt. Per Fracking lassen sich daraus Öl und Flüssiggas gewinnen. In Fragen von Klimaschutz, Energieversorgung und Kampf gegen den Hunger in der Welt haben wir hier sehr gut und offen und auch sehr konstruktiv miteinander gesprochen. Dieser Dialog ist, wie gesagt, wichtig und er wird auch fortgesetzt werden. Aber die G7 müssen schnell handeln, denn China hat bereits Milliarden in die argentinische Infrastruktur investiert und sich so Einfluss gesichert.